Hallo und herzlich willkommen zu Quarantänetag Nummer 12. Heute bin ich Wissenschaftler und deshalb habe ich auch mein Sheldon Cooper Outfit an. Was wir für dieses Experiment brauchen, ist Klebeband, eine Sicherheitsnadel und Papier. Puderzucker oder Mehl, Luftballons, Zollstock und hier habe ich dann noch so ein Stativ und eine Dachlatte. Die hier ist genau 2 Meter. Und bei 1,50 Meter habe ich auch eine Markierung gemacht. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Fernsehen ja Folgendes gesagt. Erstens, die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zweitens, in der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter eben genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter, besser noch 2 Meter, einzuhalten. Andere Leute, die nicht mit euch wohnen, zu denen muss man einen Abstand von 1,50 Meter oder 2 Metern haben, damit der Virus nicht so schnell auf andere Menschen hüpft. Ich finde, 2 Meter ist schon ganz schön viel. Ich bin 1,48 groß, da müssen die Viren aber ganz schön sportlich sein, um das hinzukriegen. Zurück zum Experiment. So, wir bauen uns jetzt erstmal einen Trichter. Das kleben wir jetzt noch fest. So, dann kommt hier ans untere Ende noch ein Ballon. So, und jetzt schütten wir Puderzucker in diese Schüssel. So, und Puderzucker jetzt in den Trichter. Ein bisschen was daneben. Und ich nehme Puderzucker anstatt Mehl, weil wenn ich es abbekomme, schmeckt das besser. Und jetzt habe ich ganz, ganz viel Puderzucker in den Ballon getan. So, und jetzt hole ich meine Ballonpumpe. Und wenn das Experiment schief läuft, haben wir hier noch ein paar Ballons. Und Puderzucker. Das Stativ ist so groß wie meine Mutter. Sie ist 1,66 groß, also eine Erwachsene. Da klemmen wir jetzt den Ballon rein. Und bei 2 Metern bei der Dachlatte klemme ich mir hier dann so eine Sicherheitsnadel dran. So, und jetzt wollt ihr aber sicherlich wissen, wieso ich diesen ganzen Quatsch mache. Wenn mich jemand anhustet oder niest, dann wollen wir mal gucken, wie weit die Viren oder in dem Fall der Puderzucker fliegen. Am besten gehen wir jetzt mal raus und dann zeige ich euch mal, was ich damit meine. Jetzt wird es ernst. Ich habe Puderzucker im Mund. Das schmeckt ganz süß. Ich habe Corona abbekommen. Der Luftballon hat geniest. Wenn das kein Puderzuckerballon wäre, sondern ein niesender Erwachsener, wäre ich jetzt angesteckt worden. Also, im Abstand von 2 Metern hat mich jemand angehustet. Auch wenn es nur ein Puderzuckerluftballon war. Bitte, haltet Abstand mindestens 2 Meter und bleibt gesund. Denn Angie hat recht. Mythos bestätigt. Tschüss! Wir sehen uns, wenn ihr wollt, bei Quarantänetag Nummer 13.